Mutter, der große Bildhauer inszeniert mit seinen Figuren eine Bühnenwelt. Er agiert wie ein Theatermacher. Als Bühnenbild dient der Park des Hotel Biron, das jetzige Musée Rodin in Paris. Es beheimatet die berühmten Skulpturen Rodins. Sein Werk ist erstaunlich modern und widerspruchsvoll geblieben. Der Denker, von dem Abgüsse auf der ganzen Welt zu finden sind, gehört zum künstlerischen Erbe der Menschheit. Rainer Maria Rilke macht Rodin 1908 auf das Hotel Biron aufmerksam, in dem seine Frau Clara Westhoff ihr Atelier hat. Auch Jean Cocteau, Henri Matisse und die Tänzer Isadora Duncan und Václav Nijinsky haben hier ihre Studios. Bald erliegt Rodin dem Charme dieses Hauses und mietet mehrere Räume. 1916 vermacht er sein ganzes Werk dem Rodin-Museum. Rodin ist beeinflusst von den aktuellen Strömungen seiner Zeit, von Realismus und Naturalismus. Im Gegensatz zu den idealisierenden, klassizistischen Darstellungen lässt er die Körper seiner Bürger von Calais psychische Zustände nach außen tragen. Die Geschichte dieses Denkmals beruht auf einer mittelalterlichen Chronik. Im Jahr 1347 belagerten die Engländer Calais. König Edward III. Stellte seine Bedingungen. Er würde die Bevölkerung verschonen, wenn 6 der angesehensten Bürger mit bloßem Kopf, nackten Füßen und einem Strick um den Hals zu ihm kämen, um ihm den Schlüssel der Stadt auszuhändigen, bevor sie zum Tode verurteilt würden. Rodin reist nach Calais, um sich auf die Arbeit vorzubereiten. Er erkundet die historischen Hintergründe und entscheidet, statt des ursprünglich in Auftrag gegebenen einen Bürgers zum gleichen Preis alle 6 zu realisieren. Rodins Vorgehen ist typisch für seine Arbeitsweise auch bei anderen Monumenten. Er betreibt Forschungen, sucht Modelle und studiert Gesichtstypen der Region, um den Bürgern von Calais authentische Gesichtszüge verleihen zu können. Anstatt das Heldenhafte zu überhöhen, lässt er uns an den Todesqualen der Opfer teilhaben. Man wirft ihm vor, demoralisierend und nicht repräsentativ genug zu sein. Mit Hilfe des Bürgermeisters von Calais setzt Rodin sich durch. Die Bürger von Calais bringen Rodin Anerkennung in der ganzen Welt. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass Besiegte, die sich fremden Eroberern unterordnen, geehrt werden. Rodin aber präsentiert mit seiner packenden Darstellung die Bürger von Calais als Menschen, die wir selbst sein könnten. Als Prototypen der Menschheit. Als Formen des Leidens und des Mutes. Rodin war der letzte große figurale Bildhauer zu der Zeit, als die Skulptur abstrakt wurde. Und alle figurale Plastik nach Rodin bezieht sich auf Rodin. Alle. Die Bürger von Calais sind sozusagen eine Ikone der Denkmalmöglichkeit. Er hat wirklich, denke ich, das, was man an Menschheit darstellen kann, mit diesen zeitlosen Körpern dargestellt, weshalb sie auf der ganzen Welt beliebt und berühmt sind. Für die Herstellung seiner Bronzen beschäftigt Rodin ca. 20 Bronzegießereien. Ein Handwerk mit langer Tradition, das noch heute in ähnlicher Weise praktiziert wird. Sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich bietet das Verfahren des Gießens deutliche Vorteile. Von Rodins Originalgipsen werden Abformungen genommen,
von denen wiederum für die Gießer mehrere Gipsabgüsse gefertigt werden können. Die Werke werden in verschiedenen Formaten und Varianten reproduziert. Der Meister hat nichts gegen die Massenproduktion. Der Gedanke des Unikats ist ihm fremd. Rodin agiert fast schon wie später die Künstler der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, die mit ihren in Serie hergestellten Multiples ein großes Publikum erreichen wollen. Der Bronzeguss erfordert versierte Fachleute, Gießer, Ziselierer und Patineure. Bei Rodins überdimensionalen Skulpturen kann man sich die Schwierigkeit der Arbeit vorstellen. Mehr als 15 Abgüsse werden von den Bürgern von Calais für die ganze Welt hergestellt. Die Durchführung der Produktion kontrolliert Rodin, der 14 Stunden am Tag arbeitet, akribisch. Da er höchst anspruchsvoll ist, kommt es zu Reibereien und Rodin entschuldigt sich oft für seine furchterregenden Wutausbrüche. Beim Berühren und Betasten der Skulpturen kommt er wieder zur Ruhe. Rodin ist eine kämpferische Natur. Dreimal nacheinander wird seine Aufnahme in die Kunstakademie definitiv abgelehnt. Erst um 1875, mit fast 40 Jahren, erregt seine Kunst Aufmerksamkeit und gleichzeitig Kritik. In seinem Werk sind die Frauengestalten für ihn eine unendliche Quelle der Inspiration. Träumerische, in Schlaf versunkene Gesichter. Rilke spricht von ihrem schleierleisen Lächeln. Gerade bei dem Kuss, man sieht immer, wie die Frau sich an den Mann schmiegt und sieht einen innigen Kuss aus. Und wenn sie drumherum gehen, stellen sie fest, dass es gar nicht so innig ist. Und Rodin hat Skulpturen gemacht, die dafür gedacht waren, allansichtig zu sein. Und alle seine Figuren, alle seine Gruppen sehen, je nachdem von wo sie gucken, vollkommen anders aus. Gerade bei Paaren. Und bei dem Kuss ist ja wirklich, wenn sie genauer hinschauen, wenn sie hinter dem Mann stehen, der sitzt so da. Ja? Und wie Sie wissen, zwischen den beiden Figuren ist relativ viel Abstand. Sie sitzen ja beide auf einem Felsen, er sitzt hier, sie sitzt dort. Warum rücken sie nicht zusammen? Warum nimmt er sie nicht endlich mal in den Arm? Der Kuss galt bisher als Inbegriff sinnlicher Liebe. Die atemberaubende Darstellung von Schönheit hat die Zuschauer geblendet und vergessen lassen, dass Dante die verbotene Liebe des Paares zur Bestrafung in die Hölle verdammt. Das Thema Paar weckt eine vulkanische Fantasie bei Rodin, die sich in unzähligen Variationen ausdrückt und in immer neuen erotischen Konstellationen materialisiert. Ich bin schön, heißt die Skulptur nach einem Gedicht Baudelaires. Ich bin schön, ihr Sterblichen, wie ein Traum aus Stein. Eine Darstellung der Amour fou. Die Liebe gleicht dem Wahnsinn oder der Ekstase. Die Choreografie des Paares, die körperliche Anziehungskraft, manifestiert sich in immer neuen, beinahe akrobatischen Bewegungen und drückt alle Nuancen der Leidenschaft und Sinnlichkeit aus. Hinter all dem steht die Experimentierfreude des Bildhauers am Zusammenspiel der Formen, der Körper, der Kräfte des Marmors und an der Eroberung des Raums.
Als Rodin Camille Claudel trifft, ist sie 19, er 43 Jahre. Er fühlt sich von ihrer strahlenden Schönheit und überwältigenden Genialität unwiderstehlich angezogen. Sie wird seine Schülerin und Mitarbeiterin, seine Muse und Geliebte. Rodins Briefe an Camille verraten seine grenzenlose Verliebtheit. Ma féroce amie, ma pauvre tête bien malade. Meine unerbittliche Freundin, mein armer Kopf tut schrecklich weh. Heute Abend bin ich auf der Suche nach dir umhergeirrt. Ich möchte am liebsten sterben. Wo bist du? Ich leide höllische Schmerzen. Das willensstarke, impulsive Mädchen fordert seine absolute, ausschließliche Zuwendung, ohne sich einzugestehen, wie sehr sie ihn liebt. Camille an Rodin. Monsieur Rodin, que vous seriez gentil de m'acheter un petit... Wärt ihr so freundlich, mir einen Badeanzug zu kaufen? Dunkelblau mit kleinen weißen Streifen. Ich schlafe splitternackt, damit es sich anfühlt, als wärt ihr da. Die Liebesgeschichte, die 12 Jahre dauert, gleicht einem Walzer in 3 Sätzen. Die exaltierte Euphorie des Verliebtseins, die Zuspitzung der komplizierten Beziehung. Rodin will Camille nicht heiraten und seine frühe Liebe Rose Beret nicht verlassen. Camille entscheidet sich schließlich für eine Abtreibung und die Trennung als tragisches Ende. Später wird Camille bis zu ihrem Tod 30 Jahre lang in eine psychiatrische Anstalt eingesperrt. Camilles kahler Kopf mit der Hand eines der Bürger von Calais hat Rodin für sich behalten. Die Darstellung vollkommener Ruhe ist bei mir etwas ganz Seltenes. Ich habe immer versucht, das seelische Leben durch die Beweglichkeit der Muskeln wiederzugeben. Seine Leidenschaft für die Bewegungen des Körpers führt Rodin zum Tanz, der um die Jahrhundertwende auf Künstlichkeit verzichtet und dem Körper viel Freiheit zugesteht. Rodin schätzt an dem modernen Tanz, dass er auf dem Respekt der Natur fußt. Er formt diese Folge von tänzerischen Gipsfiguren, die ein Potenzial an Möglichkeiten neuer Bewegungen und Kreativität offenbaren. Rodin erlebt, wie eindrucksvoll Nijinsky zu Debussys Nachmittags eines Fauns tanzt. Er ist fasziniert und modelliert ihn nackt. Renommierte Tänzer suchen immer wieder seine Nähe. Die weltberühmte Tänzerin Isadora Duncan steht Rodin Modell für Iris, die Götterbotin. Er lässt sie für sich tanzen. Der Tabubruch, den die kleine Figur in ihrer Zeit vollzieht, ist eklatant. Flügel von Louis Fuller bewundert Rodin. Wird sie nicht beim Tanzen eine bewegte Skulptur, die den Raum in Besitz nimmt? Der Tanz skizziert blitzartig, ähnlich wie Rodin, jede leise Bewegung des Körpers. Über die japanische Schauspielerin Hanako sagt Rodin: Ihre Muskeln sind so schön geformt wie die eines echten Fox-Terriers.
Begeistert von ihrer Interpretation der Maske des Todes, hält er die Schauspielerin in 53 Skulpturen fest. Rodin zeichnet und aquarelliert unablässig. Sein Auge verfolgt die Aktmodelle, die in seinem Atelier umherlaufen. Für bestimmte Sujets sucht er ganz gezielt Modelle, wie hier das Modell für das eherne Zeitalter, das 18 Monate für diese Skulptur posiert. Bereits 1894 erwirbt die Königliche Skulpturensammlung in Dresden, dank ihres Direktors Georg Treu, als erstes deutsches Museum eine Arbeit von Rodin. Der Körper voll Leben und die nervöse Beweglichkeit des Muskelspiels unterscheiden sich von den Skulpturen Michelangelos, den Rodin tief bewundert. Das Werk aus Gips ist nicht weniger kraftvoll als die Bronzeausführungen. Ein anderes Material, eine andere Wirkung. Diese Figur wirkt so lebendig, dass man Rodin verdächtigt, er habe die Skulptur direkt vom Körper des Modells abgeformt. Im Pariser Salon löst sie sowohl Bewunderung als auch einen Skandal aus, was Rodin tief kränkt. Das Thema des ehernen Zeitalters wird in den folgenden Jahren immer neu variiert. Er arbeitet ja zu dem Zeitpunkt, als die Fotografie gerade erfunden worden ist. Und er macht einen schreitenden Mann, der schreitet mit beiden Füßen auf dem Boden. Sagt man zu ihm, Rodin, das ist falsch. Die Fotografie zeigt, dass man sich anders bewegt. Die Fotografie lügt. Weil die Fotografie hält das Leben an, sie macht einen Schnappschuss. Und meine Skulptur hält das Leben nicht an, sondern meine Skulptur zeigt das geballte Leben. In der Bewegung, die ich zeige, ist die Bewegung kurz davor, währenddessen und kurz danach. Also alle seine Skulpturen sind geballtes Leben, geballte Bewegung, innere und äußere Bewegung. Und jede Muskelbewegung ist für Rodin die Bewegung einer Seele. Rodin möchte die natürliche Bewegung verstehen und sucht den perfekten Ausdruck des Natürlichen in seiner ganzen Gegensätzlichkeit. Offen gestanden, alle menschlichen Typen haben ihre Schönheit. Schönheit ist überall. Sie fehlt nicht unseren Augen, sondern unsere Augen sehen oft daran vorbei. Und nichts in der Natur hat wohl mehr Charakter als der menschliche Körper. Er bietet mit seiner Kraft, mit seiner Anmut die verschiedensten Bilder. Für den Künstler ist alles schön, denn sein durchdringender Blick entdeckt in jedem Wesen und in jedem Ding den Charakter, das heißt, die innere Wahrheit, die durch die äußere Form hindurchschimmert. Und diese Wahrheit ist die Schönheit selbst. Ich kann nur nach Modell arbeiten. Der Anblick der menschlichen Formen nährt mich und erbaut mich. Ich hege eine unendliche Bewunderung für den nackten Körper. Ich treibe einen Kult. Ich liebe das Zeichnen, weil es die Bewegungen schneller greift als die Skulptur. Meine Skulptur ist nichts als eine dreidimensionale Zeichnung. Seine Lebensgefährtin Rose Buret bleibt Rodin treu ergeben, trotz aller Eskapaden und trotz der langen, intensiven Beziehung mit Camille Claudel. In der Villa de Briand, erbaut im Stil Ludwig des 13. in Meudon bei Paris, sorgt sie für sein Wohlbefinden und den Erhalt seiner Skulpturen. Rodin genießt das Ritual der Mahlzeiten, zu dem neben den kulinarischen Freuden antike Figuren und Blumen als Tischschmuck gehören.
Er ist ein Lebensgenießer. Rodin freut sich auf die Stille und die Abgeschiedenheit von Meudon, freut sich aber genauso auf Besucher, die mit wachsender Berühmtheit in großen Zahlen erscheinen. Künstler, Musiker, Schriftsteller. Darunter Rainer Maria Rilke, der kongeniale Verfasser von Texten über Rodin. Es kommen auch Politiker, selbst Edward VII. Von England besucht ihn dort. Man sagt, Rodin machte Meudon zum Bayreuth der Skulptur. Aber seine Arbeit bleibt im Zentrum seines Lebens und er richtet mehrere Ateliers in den Nebengebäuden ein, in denen er Praktikanten, Gießer und Sekretäre beschäftigt. Auf dem Heimweg von der Werkstatt pflegt Rodin, in den Park zu gehen und über die Komplexitäten des Laubwerks nachzusinnen. Die Natur ist für ihn immer neue Quelle der Reflexion und sie ist, wie in der Antike, das Bühnenbild, das Rodin sich wünscht. So wählt er als perfekten Standort seiner Skulpturen häufig Parks oder Gärten. Hier ist seine Arbeit in die Natur integriert, in das Wechselspiel der Witterung, von Licht und Schatten, Tag und Nacht. Der Denker, der konzentriert über das höllische Geschehen nachdenkt, wird ursprünglich für das Höllentor als Porträt von Dante konzipiert. Aber der Denker wird auch als Symbol des Menschen gesehen, der über sein unfassbares Schicksal grübelt. Die heterogene Sammlung, die Rodin für sich zusammenträgt, umfasst 8000 Objekte, von der Antike über das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, von Europa bis Asien. Wie ein hoher Priester zelebriert er die einzelnen Stücke und stellt sie als Regisseur der Sammlung seinen eigenen Werken gegenüber, um die Verbindungen zu untersuchen. Also wenn er eine Skulptur gemacht hat, hat er sich immer erst den Profil, die Kontur angeschaut und ist rumgegangen. Und seine Figuren entstehen im Grunde genommen aus einer Zusammenfügung der Konturen. Und jede Figur hat von jedem Blickwinkel eine perfekte Spiel mit Formen. Bis auf den Denker. Obwohl der Denker für die Höllenpforte ist, frontal sitzt, sie können drumherum gehen. Jede Form ist perfekt. Die Figur stimmt auch von hinten. Der Denker aus Gips ist der Mittelpunkt der Dresdner Sammlung. Das Denken ist am ganzen Körper spürbar und versetzt jeden Muskel in Anspannung. Der ganze Leib ist Gehirn geworden, wie Rilke schreibt. Man kann ihn nur filmend aufnehmen. Man kann ihn nicht fotografieren. Man wird ihm nicht gerecht. Durch die Kamerabewegungen beim Filmen geraten die verewigten poetischen Frauengestalten in einen Reigen der Ruhe und träumerischen Schönheit. Im Musée Rodin in der Manuskriptabteilung werden die gesamten Dokumente Rodins aufbewahrt. Je suis en charge de la collection des manuscrits et parmi lorsqu'on évoque la donation à l'État, ich bin mit der Sammlung der Manuskripte betraut. Im Zusammenhang mit Rodins Schenkung an den Staat 1916 denkt man zunächst an die Skulpturen, Zeichnungen oder Fotografien, manchmal auch an seine eigene Sammlung. Man vergisst oft den Fundus von Manuskripten, die eine sehr kostbare Informationsquelle sind. Rodin hat alles aufbewahrt, ohne auszusortieren.
Man findet Rechnungen über Kohlelieferungen, Briefe seiner Bewunderer, mondäne Einladungen, Klagen seiner vergessenen Mätressen, Briefe verschiedener Institutionen zur Organisation seiner Ausstellungen, Korrespondenz von Journalisten, Schriftstellern. C'est en fait un fonds qui rassemble plus de 7000 scripteurs avec une dimension. Ein Fundus von internationalem Ausmaß, der mehr als 7000 Verfasser versammelt und der ein bedeutendes Panorama der ganzen Gesellschaft entwirft, der Wirtschaft, der Politik, Kunst und Literatur am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Rodin ist ein Autodidakt mit einer ungenauen Orthographie, einer unsauberen Syntax und einer oft sehr unleserlichen Schrift. Mich fasziniert seine extreme emotionale Kapazität, die die Ursache dafür sein könnte, dass Rodin die Aufnahmebereitschaft zum Prinzip seines Verhaltens machte. Rodin schätzt alles, die Natur, eine Blume, das Licht. Er liebt jeden Augenblick und jeden Ausdruck des Lebens. Der Erfolg eröffnet Rodin das mondäne Leben, in das er sich mit Begeisterung stürzt, ständig umgeben von schönen Bewunderinnen. Er wird die Bekanntschaft mit der sehr kultivierten und musikalischen Helene von Nostitz, geborene von Hindenburg, machen, mit der ihn bis zu seinem Tod eine platonische Freundschaft und ein reger Briefwechsel verbinden. Rodin zeigt die individuellen Charaktere und die Sensibilität der Porträtierten. Die Damen der Gesellschaft posieren stundenlang für ihn. Dann tritt die Herzogin von Choiseul auf, die dem alternden Rodin den Kopf verdreht. Sie führt ihn in die industriellen Kreise Amerikas ein, verpasst ihm ein neues Outfit. Der Kostenaufwand ist erheblich. Nach 6 Jahren entscheidet Rodin sich schweren Herzens, sie nicht mehr zu empfangen. Der Akt ist ein Faszinosum für Rodin. Der Akt als Zeichensprache eines flammenden, schöpferischen Begehrens. Eros als Naturphänomen, als Elan vital. Der weibliche Körper ist auch Ausdruck einer Freiheit. Die Frau und ihre Leiblichkeit sind für Rodin Medium, gleichsam Zugang zum Strom des Lebens. Von 1900 an entwickelt sich Rodin zu einem der größten Zeichner überhaupt. Diese Aktzeichnungen provozieren 1906 in Weimar einen Skandal und den Rücktritt von Harry Graf Kessler, dem Leiter des Großherzoglichen Museums, der sie ausgestellt hatte. In späteren Jahren wird der berühmte Rodin ein großer Liebhaber, der die Frauen, den weiblichen Körper als Quelle der Fantasie liebt. Wegen seiner zahlreichen Liebschaften mit Modellen, Schülerinnen und Mentorinnen wird Rodin als Faun von Meudon, als Homme à Femme, gefeiert und verleumdet. Rodin will das Leben selbst einfangen. Und die Kunst existiert für Rodin nicht ohne das Leben, nicht ohne Erotik im Sinn von Eros als schöpferische Energie, als Feier des Lebens. Eine Frau, die sich auszieht. Was für ein überwältigender Lichtmoment. Wie wenn die Sonne durch die Wolken bricht. Das Interessante ist, dass all das, was wir heute von Rodin interessant finden, zu seiner Zeit das war, was man nicht mochte. Rodin hat ja mit allen seinen Aufträgen, alle Aufträgen waren neudeutsch gesprochen Flops. Er ist mit dem Bürger von Calais gescheitert, die Höllenpforte ist nie fertig geworden. All das, was die Kunstgeschichte heute schätzt, waren Misserfolge.
Und er ist ein interessanter Mensch, weil er der berühmteste Künstler war, der von Misserfolg zu Misserfolg immer berühmter wurde. Es gibt verschiedene Erfolgsgeschichten. Und heute lieben wir den ganzen Rodin, die Misserfolge und die Erfolge, und haben in anderen Weise damit umzugehen. Er aber sehr talentiert war, sich selbst zu, wie man sagen würde, promoten. Er hat Fotografie benutzt, er hat sein Atelier geöffnet, er hat sich selbst vermarktet, sodass alle seine Misserfolge von ihm dafür genutzt wurden, bekannt zu sein. 1900 lässt sich Rodin für die Weltausstellung den Pavillon de l'Alma bauen. Hier präsentiert er neben Bronzen- und Marmorarbeiten auch die vorbereitenden Gipse und die Fotos seiner Skulpturen. Er zeigt so den ganzen Prozess seines Schaffens. Wie kein anderer Bildhauer zuvor arbeitet Rodin mit Fotografen zusammen. Der wichtigste unter ihnen ist Eugène Druet, ein Amateurfotograf und Betreiber eines Cafés. Die Abzüge wurden 1901 für die Skulpturensammlung in Dresden erworben. Mittlerweile 100 Jahre alt, haben sie nichts von ihrer Frische eingebüßt und interpretieren Rodins Werke durch das Spiel mit Licht und Schatten verblüffend lebendig. Der Ruhm bringt Rodin staatliche Aufträge. Denkmäler für zwei der berühmtesten französischen Dichter, Victor Hugo und Honoré de Balzac. Mehrere Entwürfe werden als nicht würdig genug abgelehnt. Schließlich wird nur der sitzende Hugo, den Rodin wie einen französischen Jupiter sieht, 1909 im Garten des Palais Royal aufgestellt. Den Auftrag für das Balzac-Denkmal erhält Rodin 1891 von der Société des Gens de Lettres. Émile Zola, ein glühender Verehrer, setzt sich dafür ein, dass der Auftrag an Rodin geht. Auf der Suche nach Menschen, die Balzac ähnlich sehen, begegnet Rodin einem Briefträger namens Estagé. Und bei dem Schneider Balzacs bestellt er eine Kopie des Morgenmantels, den der Schriftsteller bei seiner nächtlichen Arbeit trug. Er schafft nicht nur ein physisches Porträt, sondern ein Sinnbild von Balzacs enormer Schaffenskraft. Dieses Werk, über das man sich lustig gemacht hat, ist das Kernstück meines Lebens, der Dreh- und Angelpunkt meiner Ästhetik. Die neuartige Vorgehensweise, die mit der künstlerischen Tradition bricht, provoziert einen so großen Skandal, dass Rodin seinen Balzac wieder zurückkauft und zu Hause aufstellt. Bei Balzac kündigt sich eine Freiheit der Darstellung an, die nicht mehr aufzuhalten ist. Rilke schreibt: Es gibt im Werk Rodins Hände, die, ohne zu irgendeinem Körper zu gehören, lebendig sind. Hände, die sich aufrichten, gereizt und böse. Hände, deren fünf gesträubte Finger zu bellen scheinen, wie die fünf Hälse eines Höllenhundes. Hände, die gehen, und solche, die müde sind, die sich niedergelegt haben. Aber Hände sind ein Delta, in dem viel Leben zusammenfließt, um sich in den großen Strom der Tat zu ergießen. Modernität Rodins, die zu seiner Zeit nicht gesehen wird, zeigt sich in einem Formenalphabet aus Köpfen, Gliedern, Leibern, auf das er immer wieder zurückgreift. Er kombiniert die einzelnen Körperteile zu neuartigen Kompositionen. Rilke schreibt weiter: Rodin weiß, dass der Körper aus lauter Schauplätzen des Lebens besteht.
Aus einem Körperteil, das einen Gegenstand berührt oder packt, entsteht ein neues Ding. Im Anschluss an die Weltausstellung, wo Rodin vielen Bewunderern aus Deutschland begegnet ist, macht der französische Bildhauer 1904 eine triumphale Tournee durch Deutschland. Tausende Besucher kommen zu den großen Schauen, unter anderem in Dresden, Leipzig, Düsseldorf, Hamburg und München, und machen den Künstler auch hierzulande berühmt. Die Museen erwerben mit Hilfe von Sponsoren Rodins Werke, die heute zum internationalen Ruf der Sammlungen beitragen. Georg Treu, Direktor der Königlichen Skulpturensammlung Dresden, scheut sich nicht, sehr früh Rodins Gipsarbeiten zu erwerben. Die Gipsfiguren, von Rodins Händen geformt, sind die eigentlichen Originale. Die Bildhauerei ist die Schwester der Malerei und spielt wie diese mit Licht und Schatten. Denn das Licht ist die Luft der Zeit. Johannes der Täufer scheint aus einer Reihe der Apostel einer gotischen Kathedrale zu stammen. Aber er ist in Bewegung. Rodin besucht Chartres und andere alte Kirchen. Auf dem Vorplatz der Kathedrale warten die vergessenen Troubadoure unserer Zeit, die eine innere Freude ausstrahlen. Als Rodin mit 22 Jahren durch den Tod seiner Schwester tief getroffen ist, sucht er im Kloster Trost. Er möchte in den Orden aufgenommen werden. Pater Aymar, von dem Rodin eine Büste modelliert, erkennt das wahre Ausmaß seiner Begabung und schickt Rodin wieder zurück in die Welt. Rodin hat die Angewohnheit, stundenlang Kathedralen zu betrachten und an das Gemäuer gelehnt, über Proportionen und Ornamente zu meditieren. 1914 fasst er seine Gedanken über die französischen Kirchen in einem Buch mit 100 Zeichnungen zusammen und gesteht, dass die romanischen und gotischen Kathedralen ihm das bedeuten, was der Parthenon den antiken Griechen bedeutete. Für Rodin sind die Kathedralen wie lebendige Körper. Die Harmonie des lebenden Körpers entsteht durch das Gleichgewicht bewegter Massen. Die Kathedrale ist im Ebenbild lebender Körper erbaut. Rodin versucht ganz bewusst, Baukunst und Skulptur zu kombinieren, als er mit der Arbeit am Höllentor beginnt. Ab 1880 ist Rodin beauftragt, eine Bronzetür für das Musée des Arts Décoratifs anzufertigen. Als er Dantes Göttliche Komödie liest, ist es eine überwältigende Offenbarung für ihn. Das Höllentor, an dem Rodin 30 Jahre lang arbeiten wird, ist die Summe seines Schaffens. Für ihn bleibt es ein nicht zu vollendendes Kunstwerk. Der Bildhauer antwortet seinen Kritikern: Und die Kathedralen? Sind sie etwa fertig? Wenige Monate vor seinem Tod wird die Höllenpforte in der ehemaligen Kapelle des Hotel Biron ausgestellt.
Rilke? Hier war das Leben, war tausendmal in jeder Minute, war in Sehnsucht und Weh, in Wahnsinn und Angst, in Verlust und Gewinn. Hier war ein Verlangen, das unermesslich war. Und man begriff auf einmal, dass eine Welt arm sein musste, die das alles verbarg und vergrub und tat, als ob es nicht wäre. Es war. Hier sind die Stürme des Wunsches und die Windstillen der Erwartung. Hier sind Träume, die zu Taten werden, und Taten, die in Träumen vergehen. Hier wird, wie in einer Riesenspielbank, ein Vermögen von Kraft gewonnen oder verloren. Aus meiner Lehrzeit habe ich die Angewohnheiten eines Maurers behalten. Ich bin wie die Künstler der Renaissance. Sie waren Handwerker und keine vornehmen Herren. Mein Kampf für die Bildhauerei verbraucht all meine Zeit und Kraft. Und dennoch verliere ich. Schon kündigt Rodin den Zweifel vieler Künstler der Moderne an. Die definitiv richtige Form gibt es nicht. Nur ein Streben danach. Aber Rodins Szenografie der zeitlosen Figuren, das Theater der Leidenschaften, lebt fort. Bis heute. Und versetzt jeden Muskel in Anspannung. Der ganze Leib ist Gehirn geworden, wie Rilke schreibt. Man kann ihn nur filmend aufnehmen. Man kann ihn nicht fotografieren. Man wird ihm nicht gerecht. Durch die Kamerabewegungen beim Filmen geraten die verewigten poetischen Frauengestalten in einen Reigen der Ruhe und träumerischen Schönheit. Im Musée Rodin in der Manuskriptabteilung werden die gesamten Dokumente Rodins aufbewahrt. Je suis en charge de la collection des manuscrits et parmi lorsqu'on évoque la donation à l'État, ich bin mit der Sammlung der Manuskripte betraut. Im Zusammenhang mit Rodins Schenkung an den Staat 1916 denkt man zunächst an die Skulpturen, Zeichnungen oder Fotografien, manchmal auch an seine eigene Sammlung. Man vergisst oft den Fundus von Manuskripten, die eine sehr kostbare Informationsquelle sind. Rodin hat alles aufbewahrt, ohne auszusortieren. Man findet Rechnungen über Kohlelieferungen, Briefe seiner Bewunderer, mondäne Einladungen, Klagen seiner vergessenen Mätressen, Briefe verschiedener Institutionen zur Organisation seiner Ausstellungen, Korrespondenz von Journalisten, Schriftstellern. C'est en fait un fonds qui rassemble plus de 7000 Scripteurs avec une dimension. Ein Fundus von internationalem Ausmaß, der mehr als 7000 Verfasser versammelt und der ein bedeutendes Panorama der ganzen Gesellschaft entwirft, der Wirtschaft, der Politik, Kunst und Literatur am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Rodin ist ein Autodidakt mit einer ungenauen Orthographie, einer unsauberen Syntax und einer oft sehr unleserlichen Schrift. Mich fasziniert seine extreme emotionale Kapazität, die die Ursache dafür sein könnte, dass Rodin die Aufnahmebereitschaft zum Prinzip seines Verhaltens machte. Rodin schätzt alles. Er formt diese Folge von tänzerischen Gipsfiguren, die ein Potenzial an Möglichkeiten neuer Bewegungen und Kreativität offenbaren. Rodin erlebt, wie eindrucksvoll Nijinsky zu Debussys Nachmittags eines Fauns tanzt. Er ist fasziniert und modelliert ihn nackt. Renommierte Tänzer suchen immer wieder seine Nähe. Die weltberühmte Tänzerin Isadora Duncan steht Rodin Modell für Iris, die Götterbotin. Er lässt sie für sich tanzen. Der Tabubruch, den die kleine Figur in ihrer Zeit vollzieht, ist eklatant. Flügel von Louis Fuller bewundert Rodin. Wird sie nicht beim Tanzen eine bewegte Skulptur, die den Raum in Besitz nimmt? Der Tanz skizziert blitzartig, ähnlich wie Rodin, jede leise Bewegung des Körpers. Über die japanische Schauspielerin Hanako sagt Rodin: Ihre Muskeln sind so schön geformt wie die eines echten Fox-Terriers. Begeistert von ihrer Interpretation der Maske des Todes, hält er die Schauspielerin in 53 Skulpturen fest. Rodin zeichnet und aquarelliert unablässig. Sein Auge verfolgt die Aktmodelle, die in seinem Atelier umherlaufen. Für bestimmte Sujets sucht er ganz gezielt Modelle, wie hier das Modell für das eherne Zeitalter, das 18 Monate für diese Skulptur posiert. Bereits 1894 erwirbt die Königliche Skulpturensammlung in Dresden, dank ihres Direktors Georg Treu, als erstes deutsches Museum eine Arbeit von Rodin. Der Körper voll Leben und die nervöse Beweglichkeit des Muskelspiels unterscheiden sich von den Skulpturen Michelangelos, den Rodin tief bewundert. Das Werk aus Gips ist nicht weniger kraftvoll als die Bronzeausführungen. Ein anderes Material, eine andere Wirkung. Diese Figur wirkt so lebendig, dass man Rodin verdächtigt, er habe die Skulptur direkt vom Körper des Modells abgeformt. Darstellung vollkommener Ruhe ist bei mir etwas ganz Seltenes. Ich habe immer versucht, das seelische Leben durch die Beweglichkeit der Muskeln wiederzugeben. Seine Leidenschaft für die Bewegungen des Körpers führt Rodin zum Tanz, der um die Jahrhundertwende auf Künstlichkeit verzichtet und dem Körper viel Freiheit zugesteht. Rodin schätzt an dem modernen Tanz, dass er auf dem Respekt der Natur fußt. Er formt diese Folge von tänzerischen Gipsfiguren, die ein Potenzial an Möglichkeiten neuer Bewegungen und Kreativität offenbaren. Rodin erlebt, wie eindrucksvoll Nijinsky zu Debussys Nachmittags eines Fauns tanzt. Er ist fasziniert und modelliert ihn nackt.
Renommierte Tänzer suchen immer wieder seine Nähe. Die weltberühmte Tänzerin Isadora Duncan steht Rodin Modell für Iris, die Götterbotin. Er lässt sie für sich tanzen. Der Tabubruch, den die kleine Figur in ihrer Zeit vollzieht, ist eklatant. Flügel von Louis Fuller bewundert Rodin. Wird sie nicht beim Tanzen eine bewegte Skulptur, die den Raum in Besitz nimmt? Der Tanz skizziert blitzartig, ähnlich wie Rodin, jede leise Bewegung des Körpers. Über die japanische Schauspielerin Hanako sagt Rodin: Ihre Muskeln sind so schön geformt wie die eines echten Fox-Terriers. Begeistert von ihrer Interpretation der Maske des Todes, hält er die Schauspielerin in 53 Skulpturen fest. Als Rodin Camille Claudel trifft, ist sie 19, er 43 Jahre. Er fühlt sich von ihrer strahlenden Schönheit und überwältigenden Genialität unwiderstehlich angezogen. Sie wird seine Schülerin und Mitarbeiterin, seine Muse und Geliebte. Rodins Briefe an Camille verraten seine grenzenlose Verliebtheit. Ma féroce amie, ma pauvre tête bien malade. Meine unerbittliche Freundin. Mein armer Kopf tut schrecklich weh. Heute Abend bin ich auf der Suche nach dir umhergeirrt. Ich möchte am liebsten sterben. Wo bist du? Ich leide höllische Schmerzen. Das willensstarke, impulsive Mädchen fordert seine absolute, ausschließliche Zuwendung, ohne sich einzugestehen, wie sehr sie ihn liebt. Camille an Rodin. Monsieur Rodin, que vous seriez gentil de m'acheter un petit... Wärt ihr so freundlich, mir einen Badeanzug zu kaufen? Dunkelblau mit kleinen weißen Streifen. Ich schlafe splitternackt, damit es sich anfühlt, als wärt ihr da. Die Liebesgeschichte, die 12 Jahre dauert, gleicht einem Walzer in 3 Sätzen. Die exaltierte Euphorie des Verliebtseins, die Zuspitzung der komplizierten Beziehung. Rodin will Camille nicht heiraten und seine frühe Liebe Rose Beuret nicht verlassen. Camille entscheidet sich schließlich für eine Abtreibung und die Trennung als tragisches Ende. Später wird Camille bis zu ihrem Tod 30 Jahre lang in eine psychiatrische Anstalt eingesperrt. Camilles kahler Kopf mit der Hand eines der Bürger von Calais hat Rodin für sich behalten. Die Darstellung vollkommener Ruhe ist bei mir etwas ganz Seltenes. Ich habe statt des ursprünglich in Auftrag gegebenen einen Bürgers zum gleichen Preis alle 6 zu realisieren. Rodins Vorgehen ist typisch für seine Arbeitsweise auch bei anderen Monumenten. Er betreibt Forschungen, sucht Modelle und studiert Gesichtstypen der Region, um den Bürgern von Calais authentische Gesichtszüge verleihen zu können.
Anstatt das Heldenhafte zu überhöhen, lässt er uns an den Todesqualen der Opfer teilhaben. Man wirft ihm vor, demoralisierend und nicht repräsentativ genug zu sein. Mithilfe des Bürgermeisters von Calais setzt Rodin sich durch. Die Bürger von Calais bringen Rodin Anerkennung in der ganzen Welt. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass Besiegte, die sich fremden Eroberern unterordnen, geehrt werden. Rodin aber präsentiert mit seiner packenden Darstellung die Bürger von Calais als Menschen, die wir selbst sein könnten. Als Prototypen der Menschheit. Als Formen des Leidens und des Mutes. Rodin war der letzte große figurale Bildhauer zu der Zeit, als die Skulptur abstrakt wurde. Und alle figurale Plastik nach Rodin bezieht sich auf Rodin. Alle. Die Bürger von Calais sind sozusagen eine Ikone der Denkmalmöglichkeit. Er hat wirklich, denke ich, das, was man an Menschheit darstellen kann, mit diesen zeitlosen Körpern dargestellt, weshalb sie auf der ganzen Welt beliebt und berühmt sind. Für die Herstellung seiner Bronzen beschäftigt Rodin ca. 20 Bronzegießereien. Ein Handwerk mit langer Tradition, das noch heute in ähnlicher Weise praktiziert wird. Sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich bietet das Verfahren des Gießens deutliche Vorteile. Von Rodins Originalgipsen werden Abformungen genommen, von denen wiederum für die Gießer mehrere Gipsabgüsse gefertigt werden können. Die Werke werden in verschiedenen Formaten und Varianten reproduziert. Der Meister hat nichts gegen die Massenproduktion. Der Gedanke des Unikats ist ihm fremd. Rodin agiert fast schon wie später die Künstler der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, die mit ihren in Serie hergestellten Multiples ein großes Publikum erreichen wollen. Ist nichts als eine dreidimensionale Zeichnung. Seine Lebensgefährtin Rose Buret bleibt Rodin treu ergeben, trotz aller Eskapaden und trotz der langen, intensiven Beziehung mit Camille Claudel. In der Villa de Briand, erbaut im Stil Ludwig des 13. in Meudon bei Paris, sorgt sie für sein Wohlbefinden und den Erhalt seiner Skulpturen. Rodin genießt das Ritual der Mahlzeiten, zu dem neben den kulinarischen Freuden antike Figuren und Blumen als Tischschmuck gehören. Er ist ein Lebensgenießer. Rodin freut sich auf die Stille und die Abgeschiedenheit von Meudon, freut sich aber genauso auf Besucher, die mit wachsender Berühmtheit in großen Zahlen erscheinen. Künstler, Musiker, Schriftsteller. Darunter Rainer Maria Rilke, der kongeniale Verfasser von Texten über Rodin. Es kommen auch Politiker, selbst Edward VII. Von England besucht ihn dort. Man sagt, Rodin machte Meudon zum Bayreuth der Skulptur. Aber seine Arbeit bleibt im Zentrum seines Lebens und er richtet mehrere Ateliers in den Nebengebäuden ein, in denen er Praktikanten, Gießer und Sekretäre beschäftigt. Auf dem Heimweg von der Werkstatt pflegt Rodin in den Park zu gehen und über die Komplexitäten des Laubwerks nachzusinnen. Die Natur ist für ihn immer neue Quelle der Reflexion und sie ist, wie in der Antike, das Bühnenbild, das Rodin sich wünscht. So wählt er als perfekten Standort seiner Skulpturen häufig Parks oder Gärten. Hier ist seine Arbeit in die Natur integriert, in das Wechselspiel der Witterung, von Licht und Schatten, Tag und Nacht. Der Denker, der konzentriert über das höllische Geschehen nachdenkt, wird ursprünglich für das Höllentor als Porträt von Dante konzipiert. Aber der Denker wird auch als Symbol des Menschen gesehen, der über sein unfassbares Schicksal grübelt.
Die heterogene Sammlung, die Rodin für sich zusammenträgt, umfasst 8000 Objekte, von der Antike über das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, von Europa bis Asien. Wie ein hoher Priester zelebriert er die einzelnen Stücke und stellt sie als Regisseur der Sammlung seinen eigenen Werken gegenüber, um die Verbindungen zu untersuchen. Also wenn er eine Skulptur gemacht hat, hat er sich immer erst im Profil... Rodin möchte die natürliche Bewegung verstehen und sucht den perfekten Ausdruck des Natürlichen in seiner ganzen Gegensätzlichkeit. Offen gestanden, alle menschlichen Typen haben ihre Schönheit. Schönheit ist überall. Sie fehlt nicht unseren Augen, sondern unsere Augen sehen oft daran vorbei. Und nichts in der Natur hat wohl mehr Charakter als der menschliche Körper. Er bietet mit seiner Kraft, mit seiner Anmut die verschiedensten Bilder. Für den Künstler ist alles schön, denn sein durchdringender Blick entdeckt in jedem Wesen und in jedem Ding den Charakter, das heißt die innere Wahrheit, die durch die äußere Form hindurchschimmert. Und diese Wahrheit ist die Schönheit selbst. Ich kann nur nach Modell arbeiten. Der Anblick der menschlichen Formen nährt mich und erbaut mich. Ich hege eine unendliche Bewunderung für den nackten Körper. Ich treibe einen Kult. Ich liebe das Zeichnen, weil es die Bewegungen schneller greift als die Skulptur. Meine Skulptur ist nichts als eine dreidimensionale Zeichnung. Seine Lebensgefährtin Rose Buret bleibt Rodin treu ergeben, trotz aller Eskapaden und trotz der langen, intensiven Beziehung mit Camille Claudel. In der Villa de Briand, erbaut im Stil Ludwig des 13. in Meudon bei Paris, sorgt sie für sein Wohlbefinden und den Erhalt seiner Skulpturen. Rodin genießt das Ritual der Mahlzeiten, zu dem neben den kulinarischen Freuden antike Figuren und Blumen als Tischschmuck gehören. Er ist ein Lebensgenießer. Rodin freut sich auf die Stille und die Abgeschiedenheit von Meudon, freut sich aber genauso auf Besucher, die mit wachsender Berühmtheit in großen Zahlen erscheinen. Künstler, Musiker, Schriftsteller. Darunter Rainer Maria Rilke, der kongeniale Verfasser von Texten über Rodin. Es kommen auch Politiker, selbst Edward der VII. Von England besucht ihn dort. Man sagt, Rodin machte Meudon zum Bayreuth der Skulptur. Aber seine Arbeit bleibt im Zentrum seines Lebens. Anstatt das Heldenhafte zu überhöhen, lässt er uns an den Todesqualen der Opfer teilhaben. Man wirft ihm vor, demoralisierend und nicht repräsentativ genug zu sein. Mit Hilfe des Bürgermeisters von Calais setzt Rodin sich durch. Die Bürger von Calais bringen Rodin Anerkennung in der ganzen Welt. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass Besiegte, die sich fremden Eroberern unterordnen, geehrt werden. Rodin aber präsentiert mit seiner packenden Darstellung die Bürger von Calais als Menschen, die wir selbst sein könnten. Als Prototypen der Menschheit, als Formen des Leidens und des Mutes. Rodin war der letzte große figurale Bildhauer. Zu der Zeit, als die Skulptur abstrakt wurde. Und alle figurale Plastik nach Rodin bezieht sich auf Rodin. Alle. Die Bürger von Calais sind sozusagen eine Ikone der Denkmalmöglichkeit. Er hat wirklich, denke ich, das, was man an Menschheit darstellen kann, mit diesen zeitlosen Körpern dargestellt. Weshalb sie auf der ganzen Welt beliebt und berühmt sind.
Für die Herstellung seiner Bronzen beschäftigt Rodin ca. 20 Bronzegießereien. Ein Handwerk mit langer Tradition, das noch heute in ähnlicher Weise praktiziert wird. Sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich bietet das Verfahren des Gießens deutliche Vorteile. Von Rodins Originalgipsen werden Abformungen genommen, von denen wiederum für die Gießer mehrere Gipsabgüsse gefertigt werden können. Die Werke werden in verschiedenen Formaten und Varianten reproduziert. Der Meister hat nichts gegen die Massenproduktion. Der Gedanke des Unikats ist ihm fremd. Rodin agiert fast schon wie später die Künstler der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, die mit ihren in Serie hergestellten Multiples ein großes Publikum erreichen wollen. Der Bronzeguss erfordert versierte Fachleute, Gießer, Ziselierer und Patineure. Bei Rodins überdimensionalen Skulpturen kann man sich die Schwierigkeit der Arbeit vorstellen. Mehr als 15 Abgüsse werden von den Bürgern von Calais für die ganze Welt hergestellt. Mundäne Einladungen, Klagen seiner vergessenen Mätressen, Briefe verschiedener Institutionen zur Organisation seiner Ausstellungen, Korrespondenz von Journalisten, Schriftstellern. C'est en fait un fonds qui rassemble plus de 7000 Skripteurs avec une dimension. Ein Fundus von internationalem Ausmaß, der mehr als 7000 Verfasser versammelt und der ein bedeutendes Panorama der ganzen Gesellschaft entwirft, der Wirtschaft, der Politik, Kunst und Literatur am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Rodin ist ein Autodidakt mit einer ungenauen Orthographie, einer unsauberen Syntax und einer oft sehr unleserlichen Schrift. Mich fasziniert seine extreme emotionale Kapazität, die die Ursache dafür sein könnte, dass Rodin die Aufnahmebereitschaft zum Prinzip seines Verhaltens machte. Rodin schätzt alles, die Natur, eine Blume, das Licht. Er liebt jeden Augenblick und jeden Ausdruck des Lebens. Der Erfolg eröffnet Rodin das mondäne Leben, in das er sich mit Begeisterung stürzt, ständig umgeben von schönen Bewunderinnen. Er wird die Bekanntschaft mit der sehr kultivierten und musikalischen Helene von Nostitz, geborene von Hindenburg, machen, mit der ihn bis zu seinem Tod eine platonische Freundschaft und ein reger Briefwechsel verbinden. Rodin zeigt die individuellen Charaktere und die Sensibilität der Porträtierten. Die Damen der Gesellschaft posieren stundenlang für ihn. Dann tritt die Herzogin von Choiseul auf, die dem alternden Rodin den Kopf verdreht. Sie führt ihn in die industriellen Kreise Amerikas ein, verpasst ihm ein neues Outfit. Der Kostenaufwand ist erheblich. Nach 6 Jahren entscheidet Rodin sich schweren Herzens, sie nicht mehr zu empfangen. Der Akt ist ein Faszinosum für Rodin. Der Akt als Zeichensprache eines flammenden, schöpferischen Begehrens. Eros als Naturphänomen, als Elan vital. Der weibliche Körper ist auch Ausdruck einer Freiheit. Die Frau und ihre Leiblichkeit sind für Rodin Medium, gleichsam Zugang zum Strom des Lebens. Pia Rilke, der kongeniale Verfasser von Texten über Rodin. Es kommen auch Politiker. Selbst Edward VII. Von England besucht ihn dort. Man sagt, Rodin machte Meudon zum Bayreuth der Skulptur. Aber seine Arbeit bleibt im Zentrum seines Lebens und er richtet mehrere Ateliers in den Nebengebäuden ein, in denen er Praktikanten, Gießer und Sekretäre beschäftigt.
Auf dem Heimweg von der Werkstatt pflegt Rodin in den Park zu gehen und über die Komplexitäten des Laubwerks nachzusinnen. Die Natur ist für ihn immer neue Quelle der Reflexion und sie ist, wie in der Antike, das Bühnenbild, das Rodin sich wünscht. So wählt er als perfekten Standort seiner Skulpturen häufig Parks oder Gärten. Hier ist seine Arbeit in die Natur integriert, in das Wechselspiel der Witterung, von Licht und Schatten, Tag und Nacht. Der Denker, der konzentriert über das höllische Geschehen nachdenkt, wird ursprünglich für das Höllentor als Porträt von Dante konzipiert. Aber der Denker wird auch als Symbol des Menschen gesehen, der über sein unfassbares Schicksal grübelt. Die heterogene Sammlung, die Rodin für sich zusammenträgt, umfasst 8000 Objekte, von der Antike über das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, von Europa bis Asien. Wie ein hoher Priester zelebriert er die einzelnen Stücke und stellt sie als Regisseur der Sammlung seinen eigenen Werken gegenüber, um die Verbindungen zu untersuchen. Also wenn er eine Skulptur gemacht hat, hat er sich immer erst den Profil, die Kontur angeschaut und ist rumgegangen. Und seine Figuren entstehen im Grunde genommen aus einer Zusammenfügung der Konturen. Und jede Figur hat von jedem Blickwinkel ein perfektes Spiel mit Formen. Bis auf den Denker. Obwohl der Denker für die Höllenpforte ist, frontal sitzt, sie können drumherum gehen. Jede Form ist perfekt. Die Figur stimmt auch von hinten. Der Denker aus Gips ist der Mittelpunkt der Dresdner Sammlung. Das Denken ist am ganzen Körper spürbar und versetzt jeden Muskel in Anspannung.